Hallo ihr Lieben, ich bin der Oliver und Sender aus dem Haus der Jugend, aus der vollen Hütte und ich habe eine Idee für Regentage, an denen ihr euch musikalisch betätigen könnt. Gleichzeitig hat das Ganze mit Physik zu tun. Wenn ihr mit einem harten Gegenstand gegen ein Glas schlagt, könnt ihr einen Ton erzeugen. Das Glas wird in Schwingungen versetzt, unterschiedlich ob ihr einen Holzgegenstand nehmt oder zum Beispiel einen metallischen Gegenstand, der dann lautere Töne erzeugt. Wir haben hier aufgebaut verschiedene Gläser, die sind alle die gleichen, unterschiedlich mit Wasser gefüllt. Wenn ihr jetzt mal hört, wenn man ein Glas mit einem harten Gegenstand anschlägt, gibt es einen entsprechenden Ton. Wenn in dem Glas weniger an Wasser ist, ist es ein heller Ton, ihr hört das. Und wenn in dem Glas mehr Wasser ist, gibt es einen dunkleren Ton. Das Ganze könnt ihr nachher in Musik ummünzen. Das einfachste Lied kennt ihr alle, Alle meine Entchen, kann man relativ einfach und schnell auf den Gläsern spielen. So einfach geht das. Das könnt ihr ausprobieren. Ihr könnt Lieder nehmen, wie ihr möchtet. Ihr könnt ein Gitarrenstimmgerät nehmen. Ihr könnt die Töne entsprechend organisieren. Mit den Füllmengen, mit Wasser unterschiedliche Töne machen und natürlich unterschiedliche Melodien spielen. Wenn ihr coole Melodien habt, spielt sie auf Gläsern und schickt sie uns. Wir werden mit Sicherheit ein cooles Lied von euch präsentieren können. Ein kleiner Tipp von mir, wenn die Gläser im Ton mal richtig stimmen, könnt ihr sie mit einem Strich markieren. So habt ihr immer den gleichen Ton, wenn ihr die gleichen Gläser nehmt. Viel Spaß dabei und gutes Gelingen.